Was gibt's hier Tolles? Essen. Mamfi, Mamfi. Aber gerade brauche ich nix. Ich brauche Geld. Auch nicht das, was ich brauche. Oder von mir aus auch geheime Passagen. Schon wieder so ein Schwamm. Komm, hier ist doch was. Yes. Passierschein. Ich finde es auch witzig, dass die Räume hier auch größtenteils miteinander verbunden sind, ne? War halt damals viel einfacher so zu machen. Man sieht es in The Legend of Zelda. Ah, Ninjas! Oh Gott. Das kann ja was werden. Wenn jetzt auch noch Ninjas hier rumlaufen und ihre Shurikens nach mir schmeißen. So viel zu, ich werde hier nur solche Dorfbewohner sehen. Pustekuchen. Nein, brauche ich gerade auch nicht. Den Ausgang habe ich auch noch nicht entdeckt, ne? Geh weg! Okay. Von mir aus auch so. Ich will doch noch mal nach unten. Mehr als genug Zeit habe ich ja für dieses Level. Auch wieder essen. Nee. Zeit. Brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich das Geld. Ninja, geh weg. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Das heißt, auch wenn Geheimpassagen hier gerade ganz gut wären, soll ich die jetzt mehr oder weniger meiden. Also zumindest einen anderen Ausgang zu nehmen. So, an sich wäre das Geld, was da drinnen verborgen ist, schon nicht schlecht, wenn da was ist. Na, nichts Brauchbares. Ich kann mal wieder ein Leben gebrauchen. Was? Ich bin Omitsu. Viel Glück. Das wird also später mal Goemons Freundin? Okay. Ist klar. Ich bin Umesaku. Du bist immer hier willkommen. Sehr freundlich. Immerhin sind die Leute auch teilweise sehr nett hier. Ja, also mit der Zeit ist es schon sehr gnädig, gesetzt auf jeden Fall. Na komm, einmal machen wir. Und gerade. Da hat man wirklich nicht so großen Mangel. Und man kann sie sich ja auch notfalls hier noch kaufen, wenn es doch knapper wird. Auch wenn man hier die Zeit hat, aber die starken Zeitprobleme gibt es hier wirklich nicht. Was ich auch definitiv ganz gut finde. Na, wo? Nee, ich habe kein Geld. Ich brauche die Reisbällchen zwar wieder, aber ich bin blank. Gut, dass das Ding nicht getroffen hat, ne? Pfandleihe, willst du verkaufen? Ja. Nein! Ich wollte gerade gucken, wie ich das mache. Mache ich das auch mit B? Ah. Gut, da gibt aber nicht viel für die Sachen. Ich kann sogar nichts für 100 Rios verkaufen.
Schade, kriege ich nicht. Na gut, passiert schon nur 100, vergiss es. Nee, die Pfandleihe ist für den Arsch. Die erste Pfandleihe, die wir hier überhaupt entdeckt haben, ne? Also das sparen wir uns lieber, das Verkaufen. Auch wenn ich genug Schuhe hätte, die ich verkaufen könnte, aber die bringen auch nicht viel Geld ein. Halt! Geheimweg? Den kennen wir noch nicht. Noch mehr Schuhe. So viel Schuhe wie Goemon jetzt gerade schon bei sich trägt, da bräuchte er 5 Säcke voll. Mindestens. Man muss ja wissen, wie man nichts vermarktet. Ja, Max, wohl wahr, ne? Aber leider bringt das trotzdem nichts ein. Ich habe es ja eben probiert, aber nichts geschah. Wäre aber witzig gewesen, wenn es gegangen wäre. Hier ist das Ziel. Mensch, jetzt halt still. Das Ziel wartet. Und sehen wir auch noch Level 6. Tretet ein. Aber dass das alles mit diesen Grenzübergängen so bewacht ist. Ich frage mich auch, warum Goemon sich die Mühe macht, Passierscheine zu holen und nicht einfach irgendwie einen Hinterweg sucht, ne? Wäre viel einfacher. Naja. Oh nein. Wieder Wasser. Aber dafür direkt am Anfang Unverwundbarkeit. Weg mit den Krabben. Und direkt die geheime Passage gefunden. Für Essen. Kein Passierschein? Doch. Den ersten haben wir. Ja, wenn die fragen, der kriegt die Schuhe auch verkauft. Oh ne, nicht schon wieder Onis, die hier rauskommen. Gut, also merken, wenn ich gleich hier raus bin, direkt wegrennen. Das Blöde ist, ich habe ja nur noch dieses eine Leben, ne? Ich brauche erstmal die Karte. Ah, die scheint ja nicht ganz so einfach zu finden. So, hier ist schon der Ausgang. So sein, ich brauche noch alles andere. Passierschein, Geld, Reichtum, Macht und Ruhm auch. Ich habe fast das Gefühl, ich laufe hier im Kreis. Oh Gott. Okay, hier verlaufe ich mich tatsächlich jetzt erstmals. Ah ja, hier ist sie. Da unten ist alles. Okay. Moment. So, jetzt hier komplett geradeaus, ne? Und hier ist der ganze Rest. Wow. Ich würde gerne wissen, wie reich ich jetzt gleich bin. Gut, jetzt nur noch den Ausgang finden. Da muss ich da, genau. Ist schon richtig. Geschafft. So, ich habe gesagt, schnell abhauen. Egal. Da ist wieder Konami Man. Und wir sind ersoffen. Das ist schon hart, vor allem wenn man nicht mal ein Continue hat, ne? Ach man. Dieses eine Level, das vierte Level, ne? Das macht mir die größten Kopfschmerzen. Oh, ey. Halbe Weltreise durch diese Stadt gemacht und endlich mal den Ausgang gefunden. Meine Güte, ey. Tja, Rabe. Der Timer war gegen dich. Mist. Hashtag Mist. Na gut. Ich werde sowieso hier wahrscheinlich wieder untergehen. Bei meinem Glück.
Ach, ja, nix. Moment. Ich gehe nicht die Abkürzung. Oh, Lebern? Nee, diesmal nicht. Okay. Seltsam, diesmal hat der Moai mir kein Leben gegeben. Auch gut. Nein! Der war schneller. Geheimpassage, bitte einmal durch. Dann habe ich schon mal Passierschein Nummer 2. Oh, das war dieses Ding. Ich habe die Karte gerade nicht. Ich schaffe das auch ohne. Wer braucht schon Karten? Überbewertet. Okay, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ich brauche doch eine. Ja. Bin definitiv im Kreis gelaufen. Ich laufe schon wieder im Kreis. Da ist er. Ich war aber fast richtig. Jetzt nur noch raus hier. Falsche Richtung. Doch wieder verlaufen. Jetzt haben wir es aber. Ja. Geht doch. Mann, ey. Wenn man falsch abbiegt, ne? So. Jetzt schnell rüber. Da konnte ich nicht viel gegen machen. Verpisst euch, die Onis. Ja, gut. Scheiße. Letztes Leben. Präzise Sprünge sind toll. Vor allem, wenn solche Fische dabei nerven, ne? Diese Scheißkrabbe, ne? Ja, komm, ich bin tot. Gegen diese Krabbe kann ich einfach nichts machen. Ist doch nicht wahr. Ja, dieser Moai bringt mir eh nichts. Boah, 750 für einen Passierschein. Aber hier gibt's neue Schuhe. Ich habe ja das Geld. So, Schleuder. Ah, Glöckchen. Ich will nur gucken, ob es hier noch versteckte Treppen gibt. Wobei das jetzt eigentlich ja auch egal ist, ne? Wow. Ich glaube, es gibt keine schlimmeren Gegner in diesem Spiel als diese Krabben gerade. Oder diese Onis, die hier in Massen rauskommen. Ja. Das sind so fies präzise Sprünge. Ich glaube, das werden wir heute nicht durchkriegen. Ah, Scheißdreck. Ja.
Hoffen wir mal, dass das diesmal besser läuft. Die präzisen Sprünge werden es halt wieder nicht leicht machen, ne? Aber schauen wir mal. Gut, es fängt ja hier wieder mit sowas an. Okay, erste Geheimpassage. Geld. Hier, was? Ich bin jetzt ganz woanders. Das ist scheiße, ich will zurück. Ich habe noch keinen Passierschein. Okay, die Schuhe sind futsch. Bleib weg, ihr Onis. Na gut, nicht alle Schuhe sind futsch, merke ich gerade. Okay, ich kaufe einfach mal. Noch ein Leben verschenkt. Also das ist wirklich schon etwas scheiße mit diesen präzisen Sprüngen. Bin ich ganz ehrlich. Das hätte man einen Ticken einfacher oder fairer lösen können. Oh, gleich habe ich wieder keine Leben mehr. Das ist schon echt Nervenkitzel pur. Scheiß auf Dark Souls und alles in der Richtung. Das hier ist Hardcore. Hier steht wieder was geschrieben. Mit schon Ohr, so ähnlich. Ich werde auf jeden Fall gleich anhand von Energiemangel sterben, wenn diese Krabbe jetzt gleich kommt. Was war das? Das sah aus wie ein Piranha. Ich bin schon hier am Ende des Levels. Geil! Und ich habe nur einen Passierschein. Okay, ich hasse das Level jetzt schon. Wenn das so schwer zu finden ist, dann Prost Mahlzeit. Ach, hier war ich doch schon. Vor allem, wenn ich dann umso öfter über diese Scheiße hier muss. Oh, nee, ey. Oh, hier ist noch einer, okay. Kein Passierschein. Okay. Seltsam. Ich gucke, ob ich hier irgendwo noch geheime Treppen finde. Aber ich darf auch keine tödlichen Sprünge wagen gerade. Hier ist bestimmt alles mit Treppen hier übersät, die man nur so finden kann. Ja, die hatte ich ja schon, ne?
Ja, die hatte ich schon. Bin ich wieder ganz am Anfang hier. Hier waren wir noch nicht. Konami! Steht hier geschrieben und Konami gibt mir einen Passierschein. Fehlt nur noch einer. Okay, wo sind noch weitere Treppen? Nein, was? Oh. Oh Mann. Ah, schockschwere Not.